Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Fernews Aktuell in 2023. Auch in diesem Monat gab es wieder viele sehr spannende Entwicklungen in der Fährschifffahrt. Unter anderem geht es heute um den Stapellauf des Pole Ferries Neubau, verschiedene neue Charterverträge und die drohende Insolvenz der Arctic Lines. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Stena Line übernimmt Fähr- und Ro-Ro-Hafen in Ventspils. Stena Line gab am 9. Mai bekannt, dass sie den Betrieb des Fähr- und Ro-Ro-Terminals im lettischen Hafen von Ventspils übernommen hat. Damit setzt Stena Line eine Reihe von Investitionen in der Ostregion fort, zu denen auch die Anschaffung verbesserter Fähren und die Schaffung neuer Fährrouten gehören. Stena Line betreibt bereits seit 2012 eine Strecke zwischen Ventspils und dem schwedischen Hafen Nynäshamn. Das Engagement in Lettland ermöglicht der Reederei weitere Expansionen in der Region, nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Bedeutung Lettlands als Seefahrtsnation mit steigendem Handelsvolumen. Die Ostsee ist eine wichtige Wachstumsregion für Stena Line und unsere Investition in Ventspils zeigt, wie sehr wir uns für die Entwicklung unseres Geschäftes mit Lettland einsetzen, sagt Niklas Mortensson, CEO von Stena Line. Er fährt fort: Mit diesem strategischen Schritt haben wir uns eine langfristige Position in einem wichtigen Teil unseres europäischen Netzwerks gesichert. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern, um in der Region weiter zu expandieren. Die Übernahme des Fähr- und Ro-Ro-Hafenbetriebs steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Über die kommerziellen Einzelheiten der Vereinbarung wird Stillschweigen vereinbart. Stapellauf für Polferries Neubau. Der Bau des neuesten für Polferries bestimmten Visentini-Klasse-Fährschiffes wurde bei Cantiere Navale Visentini in Italien vom Stapel gelassen und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Dienst gestellt werden. Das Schiff soll zunächst durch eine Tochtergesellschaft der Werft über einen Zeitraum von 10 Jahren an Polferries verchartert werden, wobei nach 6 Jahren eine Kaufoption besteht. Der Neubau ist 216 Meter lang, 28 Meter breit und bietet auf 3000 Lademetern Platz für Fahrzeuge. Bis zu 1000 Passagiere können auf der Fähre mitreisen. Sie besitzt außerdem die Möglichkeit, mit LNG angetrieben zu werden. Das Schiff gehört zur neuesten Version der Visentini-Klasse und ist der A Galeotta, die erst kürzlich für Corsica Linea in Dienst gestellt wurde, sehr ähnlich. Mehr Infos zum Polferries Neubau erhaltet ihr auch in der August-Ausgabe des letzten Jahres. Den Link dazu findet ihr oben rechts oder in der Videobeschreibung. Manxman abgeliefert. Die neue Ropax-Fähre Manxman wurde von der südkoreanischen Hyundai Mipo Dockyard an die Isle of Man Steam Packet Company abgeliefert. Die Manxman soll vornehmlich auf der Strecke Douglas-Haytham eingesetzt werden, welche die Isle of Man über die Irische See mit England verbindet. Saisonal sind außerdem Abfahrten von Douglas nach Belfast in Irland sowie nach Liverpool in England geplant. Die Manxman soll als größerer Ersatz für die Benmicree dienen. Sie hat eine Kapazität von 949 Passagieren, während die Benmicree nur 630 Passagiere befördern kann. Letztere soll laut Reederei weiterhin als Reserveschiff zur Verfügung stehen. Die Manxman misst 133 Meter in der Länge und 32 Meter in der Breite, was den maximalen Abmessungen entspricht, um den Hafen von Haytham in England anlaufen zu können. Genaue Angaben zu den Nademetern sind uns derzeit nicht bekannt, jedoch sollen bis zu 300 Pkw transportiert werden können und die allgemeine Ladekapazität um ca. 10% zur Benmicree gesteigert werden. Trotz der limitierten Dimensionen verfügt das Schiff über eine beachtliche Ausstattung mit verschiedenen Lounges, einer Bar, einem Café und einer Cafeteria sowie Bereichen für Kinder und Familien und Reisenden mit Haustieren sowie ein diverses Kabinenangebot. Derzeit befindet sich die Fähre noch auf der am Samstag, dem 13. Mai begonnenen Auslieferungsfahrt nach Europa, die insgesamt rund 30 Tage in Anspruch nehmen soll. Gefolgt von einem Zwischenstopp an der Südküste Englands zur Endausrüstung. Balearia chartert Visboy. Die spanische Fährgesellschaft Balearia hat die Visboy von Destination Gotland gechartert. Diese wird zwischen Almeria in Südspanien und dem marokkanischen Nador verkehren. Die 2003 gebaute Visboy ist am 15. Mai nach einer Überführungsfahrt von Klaipeda aus in Almeria in Spanien eingetroffen. Die 195 Meter lange und 25 Meter breite Fähre wurde 2003 gebaut
und hat eine Kapazität von 1500 Passagieren sowie 1600 Spurmeter für Fahrzeuge. Wie lange die Wisboy in Diensten von Balearia bleiben wird, ist uns derzeit nicht bekannt. Cap de Barbaria abgeliefert. Bleiben wir noch kurz bei Balearia. Die neue Fähre Cap de Barbaria, die für Balearia zwischen Ibiza und Formentera verkehren soll, wurde von der Werft Armand de Vigo abgeliefert. Die hybridelektrische Fähre ermöglicht eine emissionsfreie Anfahrt und einen emissionsfreien Aufenthalt im Hafen und ist für einen Betrieb mit Wasserstoff vorbereitet. Balearia wird die Cap de Barbaria als Testlabor für die Nutzung von grünem Wasserstoff in kleinem Maßstab nutzen. Die Cap de Barbaria ist 82 Meter lang, 15,5 Meter breit und kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14 Knoten fahren. Auf 240 Lademetern kann sie etwa 14 Lastwagen sowie 390 Passagiere transportieren. Das als Doppelendfähre konzipierte Schiff ermöglicht mit seinem elektrischen 360-Grad-Azimut-Antrieb eine große Wendigkeit beim An- und Ablegen sowie beim Manövern. Das Schiff verfügt über ein Energiespeichersystem mit Lithiumbatterien, das einen autarken Aufenthalt im Hafen von bis zu 12 Stunden ermöglicht. Außerdem kann die Fähre per Landstromanschluss versorgt werden. Corsica Linea chartert Callist. Corsica Linea wird die Fähre Callist für 3 Monate vom 15. Juni bis zum 15. September von La Meridional für zusätzliche Fahrten nach Algerien ab Marseille und Sète chartern. Die anzulaufenden algerischen Häfen sind Béjaïa, Skikda und Annaba. Die Callist wird derzeit im spanischen Santander überholt und auf ihren Einsatz vorbereitet. Die 1993 in Dienst gestellte Fähre hat eine Länge von 165 Metern, eine Breite von 29 Metern, eine Kapazität für 500 Passagiere und 2340 Lademeter für Fahrzeuge. Neue Linie bei SeaJets. SeaJets berichtet über die Eröffnung einer neuen Nord-Ägäis-Route im Sommer 2023. Diese Route soll vom 4. Juli bis zum 31. August durch die Champion Jet 1 betrieben werden. Die neue Linie verbindet den Hafen von Thessaloniki mit der Insel Limnos und der Insel Lesbos. Die Abfahrt ab Thessaloniki erfolgt jeden Dienstag und Donnerstagmorgen um 7 Uhr, die Rückkehr ist für 22 Uhr am gleichen Tag geplant. SeaJets betreibt mit der neuen Linie insgesamt nun 10 innergriechische Routen. Blue Star Chios ersetzt Prevelis, der unermüdliche Arbeiter, wie die Prevelis unter griechischen Fährfreunden genannt wird, verlässt die Route Piraeus-Rhodos nach über 14 Jahren. Sie wird durch die Blue Star Chios ersetzt, welche die Route bis 31. Oktober betreiben wird. Durch den Ersatz verkürzt sich die Dauer der Überfahrt aufgrund der höheren Geschwindigkeit der Blue Star Chios deutlich. Zusätzlich fällt ein Zwischenstopp auf der Insel Milos ersatzlos weg. In der letzten Ausgabe Fernews aktuell haben wir darüber berichtet, dass die El Venizelos die Fähre Blue Galaxy ersetzen wird. Ein Zusammenhang mit der diesmaligen Ankündigung ist durchaus möglich, sodass die Route Ende Oktober möglicherweise wieder von einer Arctic Lines Fähre betrieben werden wird. Wir halten euch, wie immer, auf dem Laufenden. Drohende Insolvenz der Arctic Lines. Da die Entscheidung der Wettbewerbskommission über die Fusion der Arctic Lines mit der Attica Group noch aussteht, wächst zunehmend die Sorge um die Zukunft von Arctic. Der Jahresabschluss weist mit minus 61,4 Millionen Euro einen deutlichen Abwärtstrend auf. Gleichzeitig weist die Arctic-Geschäftsführung darauf hin, dass die Fusion zwischen Attica und Arctic aufgrund der angehäuften Probleme des Unternehmens als zwingend notwendig angesehen wird. Da die Entscheidung der Wettbewerbskommission nicht vor Herbst erwartet wird, stehen Arctic schwere Zeiten bevor. Das Unternehmen selbst stellt im Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 fest, dass sich die Liquidität des Unternehmens in den letzten Jahren aufgrund der defizitären Ergebnisse erheblich verschlechtert hat, was auch zu Schwierigkeiten bei der Bedienung der laufenden Verpflichtungen geführt hat. Die Wiederherstellung des Betriebskapitals erfordert den Abschluss der Unternehmensumwandlung durch den Fusionsprozess mit der Übernahme von Arctic durch Attica. Die Wettbewerbskommission prüfe den Fall mit Sorgfalt, wobei insbesondere die bereits seit vielen Jahren im Rahmen eines von beiden Reedereien gegründeten Gemeinschaftsunternehmens verfolgte gemeinsame Geschäftspolitik beachtet wird. Das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union ermöglicht eine Fusion zweier Unternehmen, wenn eines der beiden Unternehmen in starken finanziellen Schwierigkeiten steckt und die folgenden weiteren drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens
Das angeblich angeschlagene Unternehmen wird aufgrund seiner finanziellen Schwierigkeiten gezwungen sein, in naher Zukunft aus dem Markt auszuscheiden, wenn es nicht von einem anderen Unternehmen übernommen wird. Zweitens, es gibt neben dem angemeldeten Zusammenschluss keine andere, für den Wettbewerb weniger schädliche Erwerbsmöglichkeit. Drittens, das Unternehmen in Schwierigkeiten wird ohne einen Zusammenschluss unweigerlich aufhören, auf dem Markt tätig zu sein. Alle drei Bedingungen sind im Fall von Arnek erfüllt. Nun liegt die Entscheidung bei der Wettbewerbskommission. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie die ganze Geschichte weitergeht. Fernnews aktuell zum Nachlesen. Zum Abschluss noch eine Nachricht in eigener Sache. Rückwirkend zur April-Ausgabe Fernnews aktuell habt ihr ab sofort die Möglichkeit, euch die gesamte Ausgabe auch noch einmal schriftlich zu Gemüte führen zu können. Möglich wird dies durch eine neue Kooperation zwischen Fernnews und fairen.net. Auf fairen.net findet ihr unter dem Reiter News ab sofort unsere Ausgaben Fernnews aktuell in Schriftform. Wollt ihr als einer der ersten informiert werden, wenn das Skript online ist, meldet euch dort gerne direkt zum kostenlosen Newsletter an. So seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Schaut also gerne auch einmal bei fairen.net vorbei. Den Link zur Website und zum aktuellen Skript findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's nun schon mit der Mai-Ausgabe Fairnews aktuell. Wenn du auch in Zukunft gut über die Welt der Fährschifffahrt informiert sein möchtest, dann lass jetzt gerne ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen und in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wenn du noch mehr über aktuelle Entwicklungen der Fährschifffahrt erfahren möchtest, sieh dir gerne noch hier rechts die letzte Ausgabe Fairnews aktuell an. Unter anderem ging es dabei um den neuen Katamaran für den Gotlanddienst und den Charter der Crew Smeralda durch Finnland. Viel Spaß dabei und bis bald!